Der Bögelstock, das ist erwiesenermaßen ein Kraftort in den Bergen. Und er gibt auch Kraft, das merkt man. Und man kommt zur Ruhe. Es ist irgendwie ein wunderschöner Berg inmitten einer ganz speziellen Natur. Und da kann man sich, wenn man das Gefühl dafür hat, gar nicht losreißen. Man wird einfach mitgenommen. Der Ort inspiriert wirklich vor allem anscheinend Künstler. Unter anderem Rachmaninow hat hier Zeit verbracht. Und wir versuchen das so ein bisschen aufzugreifen und hier etwas Neues auch zu gestalten und die Musik hier weiter leben zu lassen. Vor 5 Jahren haben wir die Stiftung gegründet. Wir wollten das Ganze als gemeinnützige Stiftung an für sich auf die Beine stellen. Und die Philosophie war einfach, ein kleines, exklusives Festival wegen den Bekanntschaften zu den Künstlern auf hohem künstlerischen Niveau. Also der Bürgenstock war so eine Art Meeting Point. Vor ein paar Jahren habe ich José Gallardo, den Pianisten hier, getroffen bei einem Konzert, das veranstaltet wurde. Und nicht nur, dass wir uns sofort super verstanden haben, sondern auch der Ort hat uns gleich irgendwie gepackt. Und da war es für uns nur ein großes Glück, dass die Familie Frey dann an uns herangetreten ist und mit der Bitte, ob wir ihnen vielleicht helfen könnten, auch weitere Konzerte zu veranstalten. Sein Netzwerk in der Musikbranche ist natürlich ganz fantastisch und hat uns ermöglicht, hier oben in kleinem Rahmen jährliche Konzerte, das bekannte Winterfestival und auch andere Konzerte durchzuführen, auf sehr hohem Niveau und eine wunderbare Resonanz beim Publikum zu erzeugen. Das sind viele Highlights in meinem Kopf und wenn es so weitergeht, dann ist es super. Das war wirklich ein Riesenerlebnis, die drei auf der Stage zu sehen und dann noch mit der Ramona Amerling als Sängerin. Also das ist eigentlich ein Familienanlass. Wir, die Stiftung, sind ja auch ein Familienanlass. Von der Seite her hat es wirklich ganz gut gepasst. Wir haben die außerordentliche Freude gehabt, in der Bürgenstock Festival Edition eine CD auch aufnehmen zu können, die mit der freundlichen Unterstützung des Festivals dann produziert wurde. Und die haben wir hier gestern beim Konzert präsentiert. Die Passion für die klassische Musik, die war bei uns immer vorhanden. Und ich habe gedacht, in Dankbarkeit zu meinen Vorfahren könnte man was Schönes machen, weil auch andere Leute was davon profitieren. Und etwas Kultur zurückbringen an den Ort, wo früher so viel Kultur war.